Heute habe ich noch zwei Weihnachtsgeschenke für dich. Hallo, ich grüße dich erstmal ganz herzlich hier auf meinem Kanal. Schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Bevor ich dir jetzt gleich schöne Weihnachten wünsche, möchte ich dir noch zwei Weihnachtsgeschenke machen. Das eine Weihnachtsgeschenk, ein kostenfreier Jahresplaner 2019, aber einer der etwas anderen Art. Du kennst das vielleicht, da gibt es so ein paar Dinge, ein paar Eigenschaften, die du eigentlich gerne in dein Leben integrieren möchtest, aber dann steht man manchmal da vor so einem Berg und weiß gar nicht, ja, wo anfangen und verliert doch nochmal den Faden. Und ich bin ja immer ein Freund von leichten, einfach umzusetzbaren Dingen und deshalb habe ich dir einen Jahresplaner gemacht für jeden Monat. Eine Eigenschaft, die du ganz simpel und einfach in dein Leben integrieren kannst, wo du dir einfach erlauben kannst, diesem Thema in deinem Leben ja einen Platz einzunehmen. Und wenn du da jeden Monat nur eines machst, dann schaust du natürlich nächstes Jahr um diese Zeit ganz anders auf dein Jahr zurück, weil du 12 neue Dinge in dein Leben integriert hast. Und deshalb, ja, schreibe ich dir hier unter dieses Video oder findest du hier in der Infobox unter diesem Video den Download zu diesem Jahresplaner 2019. Simpel und einfach kannst du jeden Monat ein Thema in dein Leben integrieren. Das zweite Thema, ich bin zwischen den Tagen jetzt, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, nicht ganz untätig, sondern arbeite mit einem Heilpraktiker zusammen, einem dreiteiligen, kostenfreien Online-Workshop. Da geht es um das Thema Gesundheit, wie du mit einem ja, simplen, einfachen Ernährungskompass dich fitter, vitaler und wohler fühlst. Da geht es um die Darmgesundheit, es wird ja um das allgemeine Wohlbefinden gehen, es wird natürlich auch darum gehen, eine andere Gewichtigkeit zu bekommen. Ich kenne das ja auch aus meinem früheren Leben. Da hatte ich ja auch so ein paar Funde zu viel auf der Waage, habe aber nie irgendwelche Diäten gemacht oder Kalorien gezählt, sondern bin ja auch da ein Freund von leichten und einfachen Dingen. Habe vor allem auf den Jojo-Effekt damit verzichtet, indem ich zum Beispiel keine Diäten gemacht habe. Also um diese Dinge wird es einfach gehen. Wir möchten aber diesen Online-Workshop nicht einfach nur so mit unserem Wissen, ich aus dem Mentaltrainingsbereich und Martin Sunderbrink aus dem Bereich der Ernährungswissenschaft bestücken, sondern wir möchten da ganz speziell auch auf deine gesundheitlichen Themen eingehen. Und deshalb haben wir einen Fragebogen online gestellt, wo wir dich dazu einladen, uns deine Themen da natürlich völlig anonym mitzuteilen. Es gibt so ein paar Multiple-Choice-Fragen, es gibt aber auch einen Bereich, wo du ganz individuell noch ein Anliegen mit uns teilen kannst. Und da werden wir dann in dieser kostenfreien, dreiteiligen Online-Serie natürlich drauf eingehen. Es wird auch eine Live-Schaltung geben, das heißt, du kannst uns da auch nochmal zusätzlich Fragen stellen. Aber damit wir jetzt im Vorfeld diesen Online-Workshop optimal planen können, ja, würden wir uns um deine Mithilfe da freuen, wenn dich dieses Thema Gesundheit auf irgendeine Art und Weise tangiert. Deshalb findest du hier in der Infobox noch einen weiteren Link zu diesem Fragebogen und teile uns da gerne deine Themen mit. Der Termin des Online-Workshops, den erfährst du dann noch rechtzeitig über den Newsletter. Und genau, Mitte Januar wird das wohl so sein, aber den genauen Termin, den teilen wir dir dann noch mit. Also, in diesem Sinne, das war's für heute am 4. Adventssonntag. Ich wünsche dir jetzt wunderbare, geruhsame Weihnachtsfeiertage im Kreise deiner Lieben. Ich wünsche dir aus ganzem Herzen, dass du die Tage so verbringen kannst, wie es dir selbst entspricht. Und freue mich sehr auf die weiteren Begegnungen mit dir. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich dich begleiten darf. Fühl dich ganz lieb umarmt und hab eine geruhsame, besinnliche Zeit. Alles Liebe, bis dahin. Das war die Irmgard. Tschüss.